Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Bus Simulator 18 zusammen mit den fantastischen Mitspielern Boxe und Werner von BG und dem Sachs Let's Player. Hallo, Mahlzeit. Mahlzeit. Oh, nee, ich brech schon wieder ab hier. So. Rally, hör doch mal auf. Lass uns bitte bewegen, bitte fit sein. Sie sind heute die Busfahrerin? Ja, ich bin die Busfahrerin, ich bin neu hier. Guten Tag. Alles klar. Gut, ich würde sagen, wir gehen in unsere Bus und dann starten wir auch direkt. Der ist schon ganz heiß hier, der Sachs Let's Player. Ja, der kann es gar nicht mehr abwarten. Bisschen nervös, das mein ne? Bus? Ja, das ist mein Bus. Werner Sarre machen ihn so buschig. Na, hör mal. Frisch koloriert, Jungs. Okay, Mensch, das geht mir jetzt schon wieder zu langsam hier. Randy, musst du den Gang finden? Alter, nee, ich glaube, das ist nicht der Einzige, der den Gang finden muss. Oh ja, warte mal. Ah, ich glaube, ich muss mal kurz mal aus. Da hinten. Oh, ey, ach, los. Haben wir's gehört? Rednick. Ach, du liebe Zeit. Meine Güte, sind wir schon da? Ja. Habt ihr nicht Randy? Was machst du denn da? Ich mach gar nichts. Ne? Ja, ich ja, bin ja vorangegangen. Der Klassiker, der Klassiker. Ui, oh, das ist aber hier. Warte, hat man nicht vorher gesagt, alle nehmen Setra und Boxi fährt Iveco? Ich habe Setra ausgewählt. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Ihr habt Fahrkartending jetzt an, ne? Oh nein. Guten Tag, hallo. Guten Tag, die junge Dame. Ich bin heute auch eine Dame. Ihr wollt gerade die Tür öffnen, es wurde mir einfach wieder zugemacht. Wurde einfach wieder zugemacht, ja. So Frechheit. Oh nein. Ach bitte nee. Schön. So, Mahlzeit. Grüezi. Könnte ihre letzte sein. Ah ja. So, der nächste. Ah. Okay. Ah, ja, ja. Wie lange ist die letzte Folge eigentlich her? Holy shit. Ja. Wir müssen einmal zurücksetzen, um zur. Was? Der Randy ist einfach rechts an der Haltestelle vorbeigefahren. Ach, Randy. Ich bin auch einfach Randy. Rechts. Ja, so muss das. Weißt du, das ist hier ein professioneller, hier richtiger Bussimulator. Der wird so auch in großen Fahrschulen genutzt, ja? Auf jeden Fall. Realismus steht hier an erster Stelle und du machst Sonnenschoten. Ja. Bin ich auch noch dran gekommen. Würden Sie mal bitte ein bisschen Platz machen? Das ist so. Ich hätte gerne. So, wir haben, genau, du hast eben gefragt, wie lang oder wann wir das letzte Mal gespielt genau, haben. Genau, ja. Das ist ein bisschen länger her, ne? Haben wir. Sag mal. Sag Hallo? Mal. Hi. Hallo, junge Dame, nehmen Sie das Wechselgeld was mit. Was machst du da? Ja, was machst du, du Clown? Wieso fährst du rechts an mir vorbei? Ach Gott, was hat er jetzt hier schon wieder? Mein Willen. Komm, rückwärts. Moment. Eine Wochenkarte wurde sie. Ah. Ey, sag mal, was ist denn das? Meine Güte. 12 Euro. Super. Also, wir haben eben mal kurz geguckt. 3 Monate ist es offensichtlich her. Und wir haben auch den besten Kommentar unter dem Video schon auserkoren. Das war von. Weiß ich gar nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber der hat geschrieben, endlich mal was anderes als das Bauernspiel. Ja, das Bauernspiel wird auch langweilig, du, meine Güte. Ja, Werner, was sollst du erst sagen? Ja. Weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, ich mache nur mehr Bus-Simulator. Oh. Aber kaufen Sie mir nicht das ganze Ding hier leer. Manche sind ja echt gierig, ne? Ja, ja. Ich mag auch immer die, die so ein Einzelticket nehmen und dann mit dem Zehner zahlen. Ja. Die frisse ich ja, ne? In der Realität sind das die eine Kurzstrecke mit einem 50er zahlen. Das ist frech. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man hier nicht mit Karte bezahlen kann. Ja, so modern war es damals noch nicht, 2018. Naja. Seinerzeit. Ach, sagst du jetzt, Player, du bist vor mir. Ja. Wie kommt das denn jetzt auf einmal? Ja, das weiß man auch nicht. Ja, einfach mal 2 alte Stellen auslassen, ne? Ich meine, sind ja genug Busse unterwegs. Ach, hör mal, die warten doch auf dich. Das melde ich auch mal so in der Realität. Ja. Es sind doch genug Busse unterwegs, Mensch. Heute fahre ich mit der U-Bahn einfach mal durch. Von der Endhaltestelle bis zur Starthaltestelle wieder. Ich fahre durch. Es sind genug U-Bahn unterwegs. Warten Sie eine Stunde. Nächste. Kein Problem. Die fahren aber auch wie Sau hier. Ist aber ein Stau wieder in der Innenstadt. Da frage ich mich, woher kommt dieser Stau? Ja, Autos stehen quer hier, woher kommt dieser Stau? Wer hat diese Autos quergestellt? Na ja. Hör mal, wie kommt's? Hier ist wie leer gefickt. Ja, hier ist nix.
Die Leute sind alle zu Hause. So. Ja, spielt auch am äußeren Ring, das geht jetzt auch vorwärts, ja. Meine Güte, jetzt fahr doch mal weiter mit deinem. Oh, Geschwindigkeitsüberschreitung? Achso, ich hab genug. Aber die Sitzposition in diesem Iveco ist auch minimal niedrig, oder? Ja. Ach du liebe Zeit. Ja, danke an den, der hier irgendwie alles quergestellt hat, das Fahrzeug. Ja. Ich war es nicht, der eine musste halt hart ausweichen, der war zu schnell. Ach so, der war zu schnell. Ja. Alter, was ist das hier für eine... Jetzt fragen mich die Fahrgäste schon, ob ich einen an der Waffel habe. Ja, ich würde mit Ja antworten. Ganz ehrlich, ja. Da sehe ich mich. Ja, ich bin hier irgendwie so ein bisschen mit dem SUV unter den Fahrzeugen unterwegs, ne? Werner, du auch, aber du bist heute der Mokka Express hier. Ich bin ja der Mokka Express, genau. Ja. Bin ja ganz vorne mit dabei. Boxe, was hast du für ein Fahrzeug? Was ist das hier für ein? Vosnitska oder so. Irgendwas Blaues. Was? Hab ich importiert. Vosnitska. Ich bin zu früh, wie kann das denn passieren? Ja. So, machen wir erstmal ein Pro-Scan hier. Ja, erstmal. Es gibt so viele Fragen hier. Grüße. Nächste Bushaltestelle ist erstmal Zigarettenpause, würde ich sagen. Ja, mal bitte hier die Böcke aus. Alter, gleich drei Schwarzfahrer hier, ihr Lappen. Raus. Handy. Super. Der hat schon wieder ein Auto quergestellt. Die sind aber alle komisch drauf. Ja, komisch, Handy. Ja, da stand jetzt halt wirklich gerade, da habe ich nichts damit zu tun. Ja, mit Sicherheit hast du da nichts mit zu tun. Ja, da kommst du dran vorbei, muss halt rechts so ein bisschen hihaha machen, dann geht das ja, schon. Ja. Achso, hihaha, ich werde es mal versuchen. Einfach ein bisschen hihaha. Perfektes Timing, okay, so gleich bin ich gar nicht. Nö. Hallo, schöne Dame. Hau ab! Ich soll angeblich schon wieder eine Haltestelle sein, wir haben die Strecke ausgewählt. Nur die Besten. Ja, irgendwie hier. Ja, biegen wir halt mal ein. Wo seid ihr eigentlich? Ich glaube, ihr seid schon... So ein Zwischendorf. Warte, ich war sogar extra weit nach vorne. Oh, ich komm auch noch, ich komm auch noch. Vielleicht wenn du erscheinst, ne? Ja, vorne kann Hallo. Ich. Hallo. Na, hör mal. Gerade hier in dem neuen... Nee, ich sag's nicht. Da waren wir noch auf Wands geworden, oder was? Wie weit ist denn der weg? 0,5 Stunde Kilometer. Stunde ja, da kommen wir aber. Lass bitte meine Tür in Ruhe, Randy. Ja, was denn, die klemmt doch. Da habe ich gar nichts damit zu tun. Ach hier, der Boxe, der hat allein drei Türen. Bitte. Hauen Sie ab, wenn Sie jetzt hier meine Türen verstellen. Ich verstell doch gar nichts. Wenn das jetzt nicht geht hier. Ja, wo ist denn Ansgar? Wo ist er denn hier? Ja, ja, Stunde angeteilt, ne? Ja, du stehst auch quer drin, dass dein Verkehr nicht mehr weiterläuft. Nee, das hab ich extra gemacht. Wie soll der hier hinkommen? Ah, oh, meine Güte. Ja, ich war schon zurück. Moment. Ich hab grad Anruf von der Leitstelle bekommen. Ist keine Durchfahrt möglich. Moment. Ja, danke. 560 Tacken. Kein Problem. 559 Tacken. Aufgerundet, okay? Wegen Schmackes. Wisst ihr, was ich lustig fand? Was denn? Der Montana Black, der hat irgendwann mal irgendeine Story erzählt, dass da irgendwie sich ein Autounfall ereignet hat oder sowas. Und aufopferungsvoll wie er ist, hat er sich auf die Straße gestellt. Hat den Verkehr geleitet mit dem Argument, ja, der Verkehr muss fließen. Oh, hat die Autos immer so vorgeholt. Finde ich eine lustige Vorstellung. Mache ich auch manchmal privat. Sachse gibt Gös. Naja, Ansgar soll einfach mal vor, ne? Wer hupt denn hier? Das hupt keiner. Warum fahren sie rückwärts? Ja, ich versuche hier die Fahrgäste reinzubekommen. Ja, ich stehe vielleicht stehe ich davor. Mahlzeit. Entschuldigung, Monika, grüß dich. Lass mich in Ruhe. Oh, bei mir ist die Motorkontrollleuchte angegangen. Was mache ich jetzt? Oh, schlecht. Einfach weiterfahren. Oh, nee. Bis es qualmt. Erstmal ganz laut schreien und dann auch an die Klimaanlage? Leitstelle funken. Nee, ich habe keine Klimaanlage hier, oder? Doch. Also es gibt Temperatur-Dings hier irgendwo, oder? Ehrlich? Oder? Oder ist das hier nicht in dem Spiel? Weiß ich nicht. Kann auch sein, dass es in anderen Simulator ist. Ein Weg. Sie sehen doch, da kommen mehrere Busse. Die Busse, du. Sie sehen doch, was hier los ist. Das alte Sägewerk, hier ist es. Die Partymeile schlechthin. Endlich alte, mal wieder alte hier. Alte Sägewerk, komm ich jetzt, Jungs? Seid ihr da? Ja, wir sind eh noch weiter. Oh, nee. Stunde anderthalb. Ich bin der Harteburg, klasse. Der Nachtexpress bin ich.
Warum steigen sie denn nicht ein? Sind sie doof? Einsteigen! Och, da willst du noch mehrere Fahrkarten haben. Sonst nichts geht vor, bitte. Oh, jetzt kommt hier das Seniorenheim eingestiegen. Guten Tag! Einzelstandard. Oh, nee. Drei Seniorentickets, jetzt wird's fett hier. Kommen Sie ran, können Sie reingucken. Da würde ich nochmal checken, ob ich das Notfallset noch an Bord habe. Wo ist der Defibrillator? Du, gucken wir mal. Fahrkarten bitte. Fahrkarten. Lalala. Oh, Schlaglöcher. Hier gibt's aber auch Schlaglöcher, ne? Aha. Da, ich mach jetzt auch mal den die Stadt Fahrkartenkontrolle. Ist aber schlimm. Die Stadt ist schlimm. Boxen, machen Sie nicht weg. Ach, warte mal, ich fahr mal ein bisschen höher. Oh nein. Boah, Alter, bei mir sind ja nur Schwarzfahrer. Der was? Seniorfahrer ist da. Mithelfen hier. Ja, da vorne sieht's gut aus. Ja, wieder eine Seniorin. Grüße. Guten Tag. Hallo. Hi, Mahlzeit. Ich bin der Frauenbus, hallo. Kommen Sie rein. Grüße. Ja, würden Sie der Dame nochmal zeigen? Hallo. Sie sehen gut aus. Danke. Das kann ich leider nicht erwidern. Tschüss. Ja, das ist kein Problem. Einbahnstraße, danke. Upsala, halt, das war der falsche Sitz. Tut mir leid. So, ich mache Ihnen sogar noch die Türe zu, so nett bin ich. Wie sieht's hier drüben aus? Also so, mein Bus ist voll, ne, Jungs, ne? Servus. Würden Sie bitte rausgehen, dann könnte ich weiterfahren. Vielen Dank. Tschüss. Ich sag mal so, moin, servus, moin. Moin. Oi, oi, oi. Mach kein Auge. Ja, einen Potschnitt hast du, ne? Dann ist der Herr Werner immer noch nicht da. Ja, ich bin ja hier. Und Werner hat seine Haare einfach im Eimer gehalten. Im Farbeimer. Hallo, das ist jetzt... Das ist jetzt top aktuell, was ich hier trage. Was mein machst du da, Randy? Mein Friseur hat gesagt, können Sie tragen. Ich wollte kurz Werner besuchen, aber er ist ja mittlerweile da. Oh, hier ist eine Baustelle. Ja, ja. Boah, also das ist hier wirklich so ein richtiges Nadelöhr hier, die Innenstadt. Alter, was haben Sie für eine XXL-Strecke ausgesucht, Randy? Über 28 Haltestellen, ich soll da einfach machen. Wollen Sie einfach mal testen, wie lang der Abend ist, oder? Ja, ja, wir haben ja Zeit, gerade Sie. Ach ja, nee, klar. Ja, ja. Senior, bitte. Ja, der Senior hat es natürlich nicht passend, klar. So, ich habe minus 245. Kann man bei dir eigentlich auch mit D-Mark zahlen? Ja, ja, bei mir kann man auch mit D-Mark zahlen. Bei mir kann man mit Schillingen zahlen. Da hätte ich minus, da hätte ich ja fast ein Minus von 400.000 Mark. Na, hören Sie mal, ich muss hier rein. Grün. Alter, der hält. Ah, ne, halt, das sind die Fußgänger, vergessen Sie es. Sie stehen richtig. Du, wo sind denn hier nur hier? 0,1 Kilometer, 0,3 Kilometer. Hier ist eine Einbahn, ich kann hier nicht fahren. Nee, du musst weiter und dann die nächste. Rechts. So. Sieht komisch aus auf der Map. Ja, ja, ich weiß. Lass doch mal ein bisschen fahren, hier staut sich alles. Ach komm. Ich will nicht drängeln. Aber ich würde jetzt doch ganz gern die Straße nutzen. Hinten anstellen. Es gibt bei Sat1 oder Pro7 oder sowas gibt es jetzt irgendwie so eine Show, die ist ganz fürchterlich. Irgendwas mit Promis. Habt ihr das? Promis unter Palmen? Ja, ja. Oh, ist das das? Keine Ahnung. Ist ganz fürchterlich. Da ist diese komische Desi Renick. Und noch irgendwie so eine Schabracke. Und die bekriegen sich da. Was für eine Schabracke? Ich zeig euch gleich mal was nach der Aufnahme. Hervorragend. Hast du Bilder? Ja, es gibt das, ist ja nun mal eine Fernsehshow, ne? Achso, keine privaten, okay. Diese Desiree irgendwas. Nee, ist das die denn? Will man da auch bekannt? Wirklich nicht. Bitte? Diese Desiree irgendwas. Oh Gott! Wo ist die bekannt? Ach, die war da schon überall dabei. Also, wie genau die bekannt wurde, weiß ich nicht. Und was genau die kann, was andere nicht können, weiß ich auch nicht. Ich fürchte, es ist nix, aber die also, ist halt überall so. Ja, die versucht's überall, okay. Ist ein Influencer live. Aber deswegen ist sie auch in diesem Format, denke ich mal. Nächstes Jahr im Dschungelcamp. Da war sie, glaube ich, schon mal. Ja? Ja, ich glaube schon. Die haben sich da gekloppt. Na gut. So ähnlich wie die Uschi und ich jetzt gleich, wenn das hier so weitergeht. Das der Monika. So richtig mit Haare ziehen, Monika. Oder? Ja. Okay. Bob ziehen in deinem aber, Fall. Aber ohne Kratzen. Da
Der kann soll ich euch den 31er Move schlechthin sagen? Während ihr noch am Kassieren seid, schon mal links den Blinker setzen, damit keiner fair vorfährt. Ich will immer, wie die Blinker hier angehen, Freunde. Letztes Mal, als ich einen Blinker umgelegt habe, das ist 3 Monate her. Also ich spiele das Spiel regelmäßig. Ja, nee. Ich weiß. Ne? Folge 600 im Let's Play. Ach, nö. Weißt du, ich habe gehört, der Ben hat ja auch ein Roleplay-Format drin. Ja, geplant. Aber es gibt doch auch mittlerweile Bus im LS-Teil, ne? Hab ich gesehen. Busse gibt's im LS, so. Ja, viele, aber es gibt mehrere. Auch so einen ostdeutschen. Nee, das ist halt immer nee, schwierig, wenn du den Leuten dann sagst, du bringst deine polnischen Arbeiter mit dem Bus zum Feld, weißt du? Das kommt immer so schlecht. Also ich will jetzt nicht meckern, ne? Bei mir steigt aber keiner mehr ein, die letzten 3 Stationen. Ja, naja, würde ich mir mal. Könnte es an der Haarfarbe liegen? Ich hab's dir gleich gesagt. Mach es nicht, es ist gewagt. Wollt mal was anderes außer grau, weißt du? Ich fand's zu gewagt. Ich hab's dir gleich gesagt. Und wechsel ja den Friseur. Aber wir sind wieder bei minus 51.000. Jungs, vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl, dass wir auf einem guten Weg sind hier. Bin aber auch ein Model, du. Meine Güte, bin ich hübsch. Darauf erstmal eine schöne TikTok-Story machen, ne? Man muss sich auch mal selber loben können, weißt du? Das ist Selbstliebe. Ja. Ganz wichtiges Thema in diesen Zeiten. Man hat ja nichts mehr außer sich selber daheim. Ach, hör mal. Nö. Der Startschuss von manchen TikTok-Stars. Aber verfolgt ihr das? TikTok? Ich bin TikToker. Gar nicht. Ich bin TikToker. 24/7 trifft man mich da. Ich chatte auch gerne. Ja, genau. Sag das nicht so laut, ey. Also, das letzte Mal in TikTok-Star gesehen habe, war das YouTube-Trends Platz 1 mit 17 schwanger. Naja, das war aber ein extra Video. Und jetzt Millionär. Das war ein extra Video, ja. Aber die kommt halt von TikTok, weil. Ne, habe ich bei VIP.de gelesen. Ja, natürlich. Recherche. Wo sonst? Nee, ich bin falsch gefahren. Sind ja, sehr ehrlich. Gut. Zu spät bin ich auch noch, will wieder keiner einsteigen. Aber auch doch, keiner. Ich? Hallo? Ja, Tode, komm rein. Hallo? Na, grüß dich, dass ich dich hier treffe, Mensch. Hör mal. Ich hab nur mehr Stehplätze. Hast du es mitbekommen? Der Dieter, der ist jetzt neu verheiratet. Oh, hör mal auf, du. Hätten wir aber beide nicht mitgerechnet. Sei ehrlich. Du, ich will dich gar nicht aufhalten. Du bist aber auch ein Faltenhaufen, ey. Hör mal, jetzt gibt's eine Türsperre, du. Oh nein. Sonnental sind wir schon, liebe Leute. Sonnental. Ah, jetzt habe ich schon mal nach 10 Haltestellen endlich wieder einen Haltewunsch. Bin beeindruckt. Zum Zopf wollen sie alle, ne? Zum Zopf wollen sie alle. Zu wenig Plätze. Ja, doch mit dem Schlecki fahren sollen. Ja, aber das lässt er ja nicht zu durch die Innenstadt. Nö, dankeschön. Strecke beendet. War aber auch enorm wichtig, dass wir durch die Innenstadt gefahren sind. Ja, ja, klar. Der Rest wäre ja, den Rest haben wir ja schon mal gemacht. Gibt's ja nicht Doppeldecker? Nee, ne? Nee. Aber die gibt's ja auch, glaube ich, oder? Bis auf Berlin fährt doch keiner. Weiß ich nicht. England? London. Ja, London, ja. London und Berlin. Das weiß ich gerne. Bei uns fahren sie tatsächlich ohne Witz mit Anhänger rum. Mit Anhänger? Bus mit Anhänger, ja? Ja, in München auch. Ist jetzt hier rein oder nächste? Nee, es muss nächste sein. Ich war die Tage im Baumarkt und das ist ja wirklich, da ist die Welt noch in Ordnung, ne? Ja. Nee, bei uns ist die Welt nicht in Ordnung. Aber. Bei uns haben die Baumärkte wieder aufgemacht. Ja, da ging es erst hier. Ja, ne? Also ich glaube, die haben hier Umsatz des Lebens gemacht in der Zeit. Also ja. Ist auch absolut unnachvollziehbar, warum das so war, aber. Aber auch jetzt, wer darf offen machen, wer nicht. Super. Ja. Möbelhäuser, ihr dürft offen machen. In NRW zumindest. Alle? Ja. Ah, finde ich gut. Ich muss hier sowieso noch. Ich muss sowieso mal zum Schweden rüber. Ja, der ist ja hier 200 Meter entfernt. Der halt, Schwede. Und ich habe keine Türgriffe für den Schrank hier. Du. Ich habe schon wieder jemanden, der von meinem Bus gesprungen ist. Ja, da würde ich mir mal Gedanken machen. Ich sag's dir noch einmal, die Frisur. Ja. Es war zu frech. Ja. Waren mit verriegelter Tür. Ich hasse euch so dermaßen, ne?
Boxe mach mal wieder auf. Geht nicht, Fernbedienung ist kaputt. Ja, da sind wir wieder. Ich in den Zelle hier. Entsperren, hier kannst du entsperren. Die Leute wollen raus. Ist entsperrt. Könnt ihr durchfahren? So. Ja, jetzt ja. Du durchfahren. Warte. Dass wir hier einfach alle ein bisschen durchfahren, ne? Die haben aber auch schöne Augenbrauen, meine Güte, du. So, Werner, alle raus. Du bist aber heute wirklich auch sehr aufs Äußere. Werner, ein bisschen durchfahren, bitte noch. Ich bin einfach ein oberflächlicher Mensch. Klar, ja, der Boxer Boxe muss fahren. Moment. Ich muss eben ankurbeln. Erstmal müssen hier 20 Leute aussteigen. Kräftig kurbeln, nochmal. kommt ran. Ich habe jetzt alle hier entlassen. Ah. So, du hast die Konvoi-Mission erfolgreich beendet. Wie sieht's ja, bei euch aus? Hab ich auch. Doc. Oh. Dann sehen wir's jetzt. Jetzt kommt die XP, Moneten. Die schallern jetzt richtig rein da. Eieiei. Na gut, hab ich gesagt, da hat hier. Wo ist der Bonus für die bestaussehendste Fahrerin hier? Ah ja, eine halbe Million. Halbe Million Minus ist ein guter Tag. Aber die XP und ein Stern haben wir doch noch. Immerhin. War ein Schnapper. Fahrstil war scheiße, würde die Bewertung heißen, aber Bus war sauber. Nur Haarschnitt, etwas es, zu frech. Es sind alle angekommen, das ist das Wichtigste. Ja, gut, mit Krankenwagen. Gut, ich würde sagen, das war's hier von der Folge. Ich danke euch, wir danken euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr da nochmal eine... Wobei, wir wissen jetzt auch gar nicht mehr so richtig, was wir da eigentlich zeigen wollen. Wir haben jetzt alle Modi einmal durch, wir haben alle Busse, alle Bereiche der Karte durch. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten... Vielleicht sehen wir uns nochmal, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Oder mal in einem anderen Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Bis dann.